Hallo miteinander. Zur Klarstellung. Es ist meines Erachtens nach völlig unerheblich, ob Deutschland ein souveräner Staat ist und wann und ob er überhaupt je gegründet wurde. Das ist nur zweitrangig. Entscheidend ist allein, ob die Menschen, die in Deutschland leben, das Grundgesetz und vor allem die darin verankerten Grundrechte und sonstigen Rechte wirksam einfordern können. Damit ist die Frage von grundsätzlicher Bedeutung, ob die gegebene Rechtsordnung grundgesetzkonform ist oder nicht. Somit kommt es nicht auf eine einzelne Norm an, sondern auf die Summe der gegebenen Normen, der Vorschriften, der Gerichtsentscheidungen, ob diese mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Und genau das ist nicht der Fall. Damit ist die in Deutschland gegebene Rechtsordnung nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, würde das deutsche Volk seit 1949 um die Wirksamkeit seiner Rechte betrogen. Mehr über den Link.